Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr dabei seid. Es wird Zeit, mal dieses Spiel anzuschauen, denn ja, der Early Access ist beendet und das Spiel ist in Version 1.0 veröffentlicht worden. Wenn ihr dieses Video seht, ist das schon ein paar Tage her. Und ja, wer den ersten Teil kennt, der weiß, was einen hier erwartet. Eine Unterwasserwelt zum Erkunden. Und das hier ist im Grunde wirklich die direkte Fortsetzung des ersten Teils Subnautica. Hier gehen wir ja auf die Suche nach unserer Schwester, die hier auf diesem Planeten irgendwie verschollen ist. Wir werden im Verlauf des Spiels Nachrichten bekommen, alte Nachrichtenlogs finden, die uns immer mehr verraten, was hier eigentlich passiert ist. Und es ist interessanterweise auch der gleiche Planet, auf dem wir als Spieler schon im ersten Spiel unterwegs waren, allerdings in der arktischen Region. Und von daher hat man hier eine ganz andere Unterwasserwelt mit neuen Tieren und Pflanzen und ja, einer ganz anderen, ähnlichen Stimmung natürlich, aber es ist spürbar anders. Und ja, ich habe den ersten Teil nie auf meinem Kanal gezeigt und tatsächlich auch selbst nur wenig gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Was vor allem daran liegt, dass ich echt Probleme habe mit dunklen Gewässern. Und wer bei mir mal Medieval Dynasty gesehen hat, mit diesem Fluss, den man da durchqueren kann, der weiß, dass ich dunkles Gewässer echt nicht mag. Und deswegen ist dieses Spiel zu spielen schon so ein bisschen Überwindung auch. Naja, deswegen auch ein Angespielt. Wir schauen mal rein, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, ob das was für euch ist. Und dann steigen wir auch direkt ein. Das hier ist mein Spiel, das ich zum Test gestartet habe. Ihr seht hier, habe ich 29 Minuten gespielt. Und jetzt gehen wir hier in ein neues Spiel und starten auf Überleben. Überlebe alleine auf 45, 46b, während du den Tod deiner Schwester untersuchst. Und wir sehen hier halt eben, welche Systeme aktiviert sind. Wir haben hier zum Beispiel Permadeath mit dabei beim Hardcore-Modus. Im freien Spiel müssen wir uns nicht um Nahrung und Wasser kümmern, also um Essen und Trinken. Aber naja, wir sind ja keine Mimimis, deswegen steigen wir hier mal bei Überleben ein und ich lasse euch jetzt das Intro schauen. Bis gleich. This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 45-46 feet. Surface temperatures. Drop pod deployed. Ja, ihr seht, hier geht's ordentlich zur Sache. Da sind wir schon auf der Oberfläche des Planeten. Und jetzt müssen wir erstmal raus hier aus unserer brennenden Kapsel. Das passiert alles noch automatisch. Okay. Welcome
to 4546 speed. Enjoy your stay. So, überall schlagen noch die Meteore ein. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Klingt ein bisschen zynisch angesichts der Umgebung. Und naja, wir sehen da hinten, auf jeden Fall ist da etwas gelandet. Und das wird unser Versorgungsmodul sein. Wir sind auf einer völlig zugefrorenen Welt gelandet. Zumindest sieht es hier erstmal so aus. Und wir gehen jetzt... gucken wir uns erstmal an. Hier, das sieht... Das sieht ziemlich ausgebrannt aus. Hier werden wir wohl nichts mehr für unsere Zwecke gebrauchen können. Von daher gehen wir mal weiter und auf unsere Rettungskapsel zu. Moment, da liegt doch was. Ein Schwamm? Ein Nährstoffblock. Ja, cool. Den nehmen wir natürlich mit. Aber den jetzt zwischen unseren Händen verrieben oder ist uns einfach nur kalt? Wir sehen unten links Angaben wie... Ah, okay. Die strahlen Wärme aus. Did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Genau, also wir sind Robin und müssen zu unserem Drop Pod. Und diese Pflanzen, ja, da kriegt man erstmal Angst, aber die strahlen einfach Wärme aus und das ist gut für uns. Denn unten links, wie gesagt, Temperaturanzeige unter anderem. Und wenn die auf Null sinkt, dann ist das für uns etwas ungünstig. Schöne Landschaft. Malerisch. Kleiner Ruckler. Die Pflanzen auch. Sehr hübsch eigentlich. Und so sehe ich auch Schnee und Kälte und also diese Landschaftsform mag. Also hier auf so einem fremden Planeten hätte ich da überhaupt keinen Bock drauf. Und ihr seht jetzt schon, worauf es hinausläuft. Wir müssen hier ins Wasser. Und Leute, wie gesagt, für mich ist das echt eine Überwindung jedes Mal. Ich gehe gerne schwimmen und solche Sachen. Und solange ich den Grund sehen kann, ist für mich auch alles gut. Aber so dunkle Gewässer sind echt ein Problem. Und ich meine, hier ist es schön, ne? Schaut mal. Erste Mal unter Wasser. Und wir schwimmen mal, wir tauchen mal da hinten zu unserer Kapsel. Denn sobald wir da sind, geht das Spiel eigentlich erstmal richtig los. Und das Coole an diesem Spiel und auch das Beängstigende, das sind auch die Geräusche. Man hört plötzlich von irgendwo so ein tiefes Grummeln oder ja, also große Meeressäugetiere lassen sich da. Ja. Oder Sauerstoff wird knapp. Ich gehe mal schnell in die Kapsel rein. Alternative wäre, zur Oberfläche zu schwimmen. Aber wir sind jetzt hier drin und kriegen Luft. So, und jetzt haben wir erstmal hier angekommen, sind wir erstmal safe und wir können hier den Fabrikator benutzen, um Sachen herzustellen, genau wie im ersten Teil. Wir haben hier einen Vorratsbehälter, da ist aber nichts drin, da können wir aber mal den Nährstoffblock rüberschieben, dann haben wir im Inventar ein bisschen mehr Platz und wir sehen dann halt hier auch mal die Baupläne. Das ist unser PDA, mit dem wir alles uns ansehen können. Das können wir alles bauen momentan, also eine wasserdichte Kiste, Leuchtfackel, Feldmesser, Taschenlampe, wird immer angezeigt, was wir brauchen. Also Batterien und Glas hier zum Beispiel, Scanner. Brauchen wir Batterien und Titan. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir für eine Batterie? Ja, da brauchen wir diese Geißelkörbchen und Kupfererz für. Und ja, das finden wir alles noch. Das sind Dinge, die hier im näheren Umkreis der Kapsel auch zu finden sind. Und dann haben wir hier die Sprachaufzeichnung. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir in diesem Angespielt auf die Story ein bisschen eingehen. Deswegen lasse ich euch diese Audiologs jetzt erstmal vorspielen. Holy smokes! That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Okay, Moment, ich glaube, das sind nur die Audionachrichten, die wir gerade hatten. Drop pod. Ja. Genau, okay, also das ist irrelevant. Hier, die Datenbank ist wahrscheinlich eher das Interessante. Genau, hier gibt es nämlich Anmerkungen und sonstiges. Also wir haben hier Aufzeichnung und Kommunikation, hier Technik. Da gibt es Informationen zu unserer Ausrüstung, zu Dingen, die wir bauen können, wie die dann funktionieren. Das ist sehr nützlich, wenn man halt noch überhaupt keine Ahnung hat. Fabrikator, das ist das Gerät hier auf der anderen Wandseite, das wir benutzen können, um Sachen herzustellen. Konstruktionswerkzeug, um Objekte in der Spielwelt zu platzieren, denn wir können auch hier wieder wie im ersten Teil eine Unterwasserstation bauen aus verschiedenen Modulen. Und ja, Solarmodule, Fahrzeuge gibt es hier, natürlich Unterwasserfahrzeuge. Das hier ist eine schwimmende Station, eine mobile Fahrzeugstation.
kennen wir aus dem ersten Teil. Und hier haben wir einen Seegleiter. Da können wir uns dran festhalten. Das ist im Grunde eine, ja, ein Propeller, den wir vor uns herhalten und durch Bewegungen dann steuern, die Richtung steuern. Dann haben wir hier Überlebenshandbuch über die für die Arktis an Land und für die Arktis bei der Ankunft. Und ja, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne alles durchlesen. Ich gehe jetzt hier aufs Nötigste ein. Das hier ist die Story. Also hier ist erstmal die Zukunft von Xenoworks, von Jax, von Isis Jax. Die Zukunft von Xenoworks, da geht es hier halt darum, wir sind offensichtlich Angestellte von Xenoworks und offensichtlich arbeiten wir, unsere Firma Xenoworks, jetzt mit Altera zusammen. Und Altera ist der Konzern, für den unsere Schwester gearbeitet hat, die hier auf dem Planeten stationiert war, irgendwelche Dinge gemacht hat. Wissenschaftliche Forschung ist erstmal das, was wir wissen. Und offensichtlich ist irgendwas schiefgegangen und wir haben dann lange Zeit jetzt nichts von unserer Schwester gehört. Darum sind wir auch hierher gekommen. Ihr habt das gehört, oben haben wir uns mit dem Kapitän unterhalten, mit einem Freund wahrscheinlich, der uns hierher gebracht hat. Naja, und wir haben uns jetzt hier mehr oder weniger klammheimlich auf den Planeten geschlichen, im Schutz des Asteroiden- oder Meteorschwarms, sodass wir nicht entdeckt werden dabei. Okay, das ist der Stand. Und hier, das sind Nachrichten, die wir bekommen haben von unserer Schwester. Und die könnte ich euch jetzt auch vorspielen. Aber ich denke, ich werde sie vorlesen, denn wir hören sonst nur Englisch. Also, das ist Sam, wie gesagt, unsere Schwester. Robin, weißt du was? Ich habe den Job. Ich gehe zum Planeten 4546b. Jetzt kann ich den Amphibien-Vogelroboter unter realen Bedingungen weiterentwickeln. Hör zu, ich kenne deine Meinung über Altera, aber ich hoffe nur, dass du glücklich bist, weil deine Schwester glücklich ist. Ich hoffe wirklich, dass meine Schwester glücklich ist. Ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wieder unterhalten können. Oh, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Kannst du auf Klaus aufpassen, solange ich weg bin? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann und der sich um meinen kleinen Lieblingsklops kümmert. Oh Mann, Klops. Hör zu, ich hab's versucht, aber dieser Name passt einfach nicht. Er ist mein kleiner Klaustrobit. Die proteinhaltigen, frikadelligen Spitznamen überlasse ich dir. Wie auch immer, solltest du ja sagen, vielen Dank, kleine Schwester, hab dich lieb. So, dann haben wir noch eine weitere Nachricht bekommen. Sam, von Sam 4546b an Robin. Robin, bitte kommen. Weißt du noch, wie wir die altertümlichen Weltraumforscherinnen gespielt haben? Hier ist es ähnlich, nur ist es noch schwieriger zu kommunizieren. Also mal sehen, ich habe deine letzte Nachricht bekommen. Altera ist nicht dabei, mich zu alterrorisieren, so wie du es immer darstellst. Hier läuft es gut, mein Projekt hat sogar einen neuen Namen. Auf Wiedersehen, Amphibienvogelroboter, hallo Speerpinguin. Wir trainieren die Bots so, dass sie die Tiere nachahmen. Schau dir mal das Foto an. Außerdem treffe ich mich mit jemandem. Ich weiß, es sieht mir gar nicht ähnlich, mich zu verabreden, schon gar nicht auf einem unbewohnten Wasserplaneten, aber... Ach, weißt du was, vergiss es einfach wieder. Ja, es ist bestimmt nichts Ernsthaftes, aber egal. Es tut mir leid zu hören, dass Xenoworks finanzielle Probleme bekommen könnte. Hört sich aber so an, als würden sie dir noch immer genug Xeno-Arbeit geben. Ich weiß, es gibt keine Garantie dafür, dass ein Startup nach fremder Intelligenz sucht, Erfolg haben... Moment. Ich weiß, es gibt keine Gründe dafür, dass ein Startup, das nach fremder Intelligenz sucht, Erfolg haben wird. Aber du hast da so viel reingesteckt, ich hoffe, dass sie sich über Wasser halten können. Ich weiß, wie viel es dir bedeutet, in einer kleinen Firma zu arbeiten, in der du selbst die Kontrolle über deine Forschung hast. Also gut, ich muss jetzt wieder. Bis dann, kleine Schwester, hab dich lieb. Naja, und so gehen die Nachrichten halt weiter und irgendwann kriegen wir eine Todesanzeige. Sehr geehrte Frau Ayu, das sind wir, im Namen von Zeta Lendon, Leiterin der Robotikabteilung auf 4546b und Indra Cormac, Direktorin im Transstaat Altera, bedauere ich, Sie über den Tod von Samantha Ayu in Kenntnis setzen zu müssen. Bedauerlicherweise starb sie auf dem Planeten an den Folgen eines Unfalls, der auf ihre eigene Fahrlässigkeit zurückzuführen war. Bitte gestatten Sie mir, Ihnen das tiefste Beileid über den Verlust Ihrer Schwester auszusprechen. Da weitere Details derzeit nicht verfügbar sind, wird sich die Abteilung für Versicherung und Rückgewinnung mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über Ihre Pflichten als Angehörige in Bezug auf die Rückzahlung von Schadenersatz und Anwaltskosten zu informieren. Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte das Formular was weiß ich was ein und Ihre Anfrage wird in der Reihenfolge des Eingangs beantwortet. Mit freundlichen Grüßen, Emmanuel Desjardins oder Desjardins, was weiß ich, Kommunikationsvermittler auf 4546b Transstaat Altera. Okay, also das ist eine Todesanzeige. Wenn ich diese bekommen würde, ich glaube, ich würde explodieren. Ja. Also natürlich ist man erstmal tief getroffen, traurig,
Aber was da natürlich dann gleich drinsteht, ne? Die Firma distanziert sich mal direkt von irgendwelcher Schuld und sagt, das ist allein auf die Fahrlässigkeit unserer Schwester zuzuführen und naja, wir hätten vielleicht noch Schadenersatz zu leisten und müssten irgendwelche Pflichten wahrnehmen. Naja, also ganz schön hart. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir aufgebrochen sind. Und dann kriegen wir hier noch einen Brief. Und zwar von Lillian. Ich möchte ihm ein aufrichtiges Beileid zum Tod ihrer Schwester aussprechen. Ich lernte Sam gegen Ende meines Altera-Einsatzes besser kennen, als wir zusammen dem Außenposten Null zugewiesen wurden. Sie sprach oft und liebevoll von ihnen. Ich finde, sie sollten wissen, dass es mir komisch vorkam, dass Altera Sams Tod auf Fahrlässigkeit zurückführte. Die Samantha Ayo, die ich kannte, war vieles. Freundlich, klug, fleißig, aber niemals fahrlässig. Ich wünschte, ich könnte ihnen etwas Konkreteres anbieten, aber mein Informationszugang wurde gesperrt. Sie sind möglicherweise in einer besseren Position als ich, um die Angelegenheit zu untersuchen. Falls so ist, sollten Sie wissen, dass die Delta-Station unsere Zentrale war. Sie wurde in aller Eile verlassen. Daher könnten dort noch Informationen zu finden sein. Sie hat einen großen Funkmast, unmöglich zu übersehen. Ich hoffe, dass Sie die Antworten finden, die Sie suchen. Lillian Bench. Okay, ich überspringe diese Nachrichten. Ich finde, ein bisschen was sollte auch für euch übrig sein an Entdeckungen, wenn ihr das Spiel selber mal spielen solltet. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Genau, also, ich zeige euch jetzt noch eben den Fabrikator. Hier sind halt eben Rohstoffe, die wir herstellen können. Silikon, Gummi, Glas, Elektronik, hier die Batterie, hier haben wir die persönlichen Dinge. Und diese Sachen, das wird immer weiter, da kommt immer mehr hinzu, umso mehr wir entdecken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir rausgehen, hier durch die Luke natürlich. Und Gott sei Dank ist jetzt hell, das ist auf jeden Fall sehr schön. Und wir suchen mal ein paar Rohstoffe. Dazu schwimmen wir hier einfach rum und halten schön die Augen offen. Und ihr seht schon, es geht hier halt echt tief runter. Total unangenehm eigentlich. Und da haben wir schon mal ein paar Geißelkörbchen gefunden. Da haben wir Kristall. Und wir müssen immer auf Sauerstoff achten, wird unten links angegeben. Da haben wir noch was hier. Zerbricht den Kalkstahl, die können wir zerbrechen. Da kriegen wir dann auch Sachen raus. Ich nehme alles mit, was wir in der näheren Umgebung finden. Ich mache auch ein bisschen schnell. Und da werden wir gleich in die Kapsel zurückgehen. Oxygen. Ja. Gut, dann nehmen wir doch die Oberfläche. Das Schlimme ist, wenn man an der Oberfläche ist. Ah, da ist eine Notversorgungsanlage von Altera. In 246 Meter Entfernung. Die sollten wir uns dann vielleicht auch anschauen. Das Schlimme, wenn man an die Wasseroberfläche schwimmt, ist immer, dass man nicht mehr sieht, was unter einem ist. Das ist das Beängstigende an diesem Spiel. Ich muss wissen, was in der Umgebung los ist. Alles andere macht mich wahnsinnig. Da unten ist noch ein Kristall. Ein Quarz, besser gesagt. So, und dann gehen wir mal zurück in die Kapsel. Und gucken mal, ob wir schon was verarbeiten können. Tagebucheintrag. So, jetzt können wir schauen. I'm nervous about dropping into an unknown area. But luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Okay, also, Tagebucheintragung, die wir selbst jetzt vornehmen. Dann haben wir hier den Signalmanager, da ist was Neues. Da haben wir die Signalbuje entdeckt. Wir können diesen Dingen jetzt andere Farben geben, um die auf unserem Head-Up-Display anders zu markieren. Ich setze unsere Landekapsel vielleicht tatsächlich mal als blau oder grün vielleicht. Und was wir noch erkunden müssen, da nehme ich jetzt mal gelb. Und das sind die Sachen, die wir eingesammelt haben. Wir haben zwei Quarz, zwei Kupfererz, hier ist Titan und diese Geißelkörbchen. Und jetzt müssten wir eigentlich schon was bauen können. Gehen wir mal zum Fabrikator. Und wir können auf jeden Fall jetzt Rohstoffe herstellen. Glas zum Beispiel oder eine Batterie. Und ist ja klar, dass ich eine Batterie herstelle. Dann haben wir die nämlich schon mal für unser erstes Werkzeug, nämlich den Scanner. Weil Titan haben wir auch gesammelt. Alright, I have a scanner. So, wir haben jetzt einen Scanner. Wunderbar, den können wir ausrüsten. Und damit können wir Dinge scannen. Lebewesen, da ist jetzt ein Auftrag dazu gekommen. Wir sollen den Blasenfisch fangen. Dann machen wir das doch mal. Oh, es wird schon dunkel, oder? So, wir fangen den Blasenfisch. Und Blasenfische kennt ihr auch noch aus dem ersten Teil, wenn ihr denn den ersten Teil gespielt habt. Oh, ich muss ranschwimmen und einfangen.
So, wir haben den Blasenfisch. Und wir haben dadurch einen neuen Blueprint bekommen. Neuen Bauplan. Und zwar Schwimmkörper. So, wir gucken mal nach. Nahrung. Also erstmal können wir jetzt gekochte Nahrung machen. Wir können den Blasenfisch kochen. Oder wir können daraus Wasser herstellen. Denn ja, dieser Fisch hat irgendwie so eine Membran und dadurch lässt sich sauberes Wasser filtern. Und wenn ich mal auf unsere Nahrungsanzeige schaue, Wasser ist noch gut, wir brauchen was zu essen. Ich stelle mal hier so einen gekochten Blasenfisch her. Und den werden wir uns dann auch mal gleich zu Gemüte führen. Und dann steigen hier die Werte ein bisschen. Wir haben auch noch den Nährstoffblock, den werde ich auch eben futtern. Oh, der hat viel Nahrung gebracht. Wenn ich gewusst hätte, dass der so viel bringt, dann hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir noch einen Blasenfisch fangen. Weil oben rechts in der Anzeige steht... Ah ne, ich habe nur das Rezept versehentlich angehängt. Das wollte ich gar nicht. Egal, wir suchen weiter Materialien oder andere Fische. Hier, Riegelpilz. Wir können jetzt solche Sachen scannen. Bereit zum Scannen. Und dann kriegen wir Infos darüber. Hier, Purpurranken. Erstmal alles, was so in unserer Umgebung ist, scannen, um Infos zu haben. Das ist immer gut. Auf diese Weise finden wir neue Baupläne. Moment, sind diese Pilze da was Eigenes? Nein. Gehen wir einmal an die Oberfläche für Luft. Oxygen. Und wir suchen und scannen weiter. Hier war doch was. Tafelkoralle. Quarz nehmen wir mit. Da ist noch einer. So, und hier an diesen felsigen Schluchten, sag ich mal, sind halt öfter da diese Kalksteine, die wir dann auch dringend abbauen sollten. Da sind diese Pinguine. Ah, da können wir rein. Schwimm in die Höhle, es wird schon nichts passieren. Ja, wir können die einmal scannen. Ist grundsätzlich gut. Und dann sammeln wir die auch ein. Schön, Pfeilchen. Okay. Rotgarbe. Und da brauchen wir Luft. Ich glaube, wir schwimmen einfach zur Kapsel und gucken mal, was wir so Neues entdeckt haben. Eingang. Immer auf der anderen Seite, natürlich. So, okay. Scanner weg. Die Batterie seht ihr unten übrigens auch an dem Balken in der Schnellleiste. 97%. Das wird also mit der Zeit verbraucht. Da müssen wir eine neue Batterie bauen. Jetzt gehen wir kurz an den Fabrikator. Und ich hatte das angeheftet oben rechts. Das seht ihr, darum ist das angezeigt. Ich löse das jetzt wieder, damit das nicht angezeigt wird. Ich kann hier Blueprints anheften, um dann eben zu sehen, was ich sammeln muss. Ja. So, aber wir können hier rein. Da ist was Neues. Und zwar gepökelter Blasenfisch. Kann hergestellt werden durch Salzablagerung und Blasenfische. Dann haben wir bei Ausrüstung was Neues. Ich weiß jetzt aber nicht genau was. Und bei Werkzeuge ist der Schwimmkörper neu, weil wir den Blasenfisch entdeckt haben. So, und die ganzen Sachen, die wir gescannt haben, das gucken wir uns im Tablet an. Das ist bei Datenbank. Ich mache das jetzt mal zu hier. Tagebuch, Technik, Überleben. So, bei Forschung, einheimische Lebensformen, Pflanzen. Da haben wir jetzt die ganzen Sachen drin, Geißelkörbchen. Da können wir alles lesen und es gibt richtig viele Informationen. Und das finde ich total toll, weil man über diese Texte natürlich viel über die Flora und Fauna erfährt. Man kann auch tatsächlich die anderen Fische scannen und noch mehr Infos bekommen. Und das ist schon echt total gut. Und naja, nicht nur, dass wir Infos kriegen, wie gesagt, auch einige Blueprints werden sich uns auf diese Weise offenbaren. Jetzt schaut mal raus, ja. Und jetzt ist genau das eingetreten, wovor ich dieses Spiel so ein Graus habe. Ah, ich krieg hier echt die Krise. Es sieht total schön aus, ja, aber
Dunkles Wasser ist für mich der blanke Horror. Oh, cool. Gleich mal so ein Eisglubscher gefangen. Und vielleicht können wir bei der Gelegenheit noch den Reiffisch hier mal scannen. Und auch einen einsammeln. Dann haben wir schon mal zwei neue Fische. New creature discovered. Ja, ja. Und ich gehe mal direkt wieder hier rein. Also dunkles Wasser. Boah. Wirklich, das ist... Ah, da kriege ich Beklemmungen. Weiß nicht, ob ich das nachvollziehen kann. So, gekochter Reiffisch. Essen Sie niemals die Fühler, alles klar. Und gekochter Eis... Oh, jetzt habe ich den hergestellt. Das wollte ich gar nicht. Und einen gekochten Eisglubscher. Okay, na gut. Wasser haben wir momentan nicht. Dann kochen wir den Fisch auch noch. Machen wir auf jeden Fall nahrungstechnisch schon mal wieder was drauf. Hier, was sollen wir hier herstellen? Glas könnten wir hier noch herstellen. Oder eine zweite Batterie. Würde ich aber noch nicht machen. Tatsächlich jetzt erstmal noch weitere Materialien sammeln. Und wir packen mal ein bisschen was hier in den Vorrat. So, und einen von den Fischen. Und wir sehen immer, dass uns diese Fische ein bisschen Nahrung geben und auch ein bisschen Wasser. Also die hydrieren einen auch ein bisschen. Aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, jetzt einen davon zu essen. Und ich muss wieder raus, ich weiß. Oh, das ist noch dunkler geworden. Da ist noch ein Blasenfisch, den holen wir uns. Ich glaube, den müssen wir auch noch einmal scannen. Den haben wir auch noch nie gescannt. Okay. So, komm mal her, bleib mal hier. Die hatten wir gescannt, ne? Die hatten wir gescannt. Aber die noch nicht, hier die. Okay. Eisglubscher. Oxygen. Ja. Sauerstoff, ist klar. So, machen wir mal ein bisschen Wasser hier. Aus dem Blasenfisch. Und den kochen wir noch. Und das Wasser nehmen wir auch direkt zu uns. Und dann sieht die Anzeige auch schon wieder gut aus. Ja, Leute, das ist Subnautica Below Zero, der zweite Teil der Subnautica-Reihe. Und wir spielen auf jeden Fall ein paar Folgen, wie das im Angespielt bei mir üblich ist. Let's Play sehe ich im Moment noch nicht, aber hängt natürlich auch immer davon ab, was ihr so sagt. Ne? Also ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig euer Feedback ist für die Entscheidung, was auf dem Kanal läuft und was nicht. Deswegen Kommentare da lassen und ja, dann danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.